Und guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu Revi an der Stripstange und Rotpilz als Spanner. Ich will meinen Kack. Okay. Nimm den wir spielen heute eine Runde, beziehungsweise ein paar Runden Dings gegeneinander. Syndicate Games. Aber, was Revi noch nicht weiß, gestern in dem Video, in dem Smash-Video, hat mir das so gut gefallen, dass wir Bestrafung gemacht haben. Deswegen. Oh, ich habe schon mit so einer Scheiße gerechnet. Mit Bestrafung, Revi. Aber du kannst ja gewinnen und dann kriege ich die Bestrafung, okay? Wir sollten uns eine Bestrafung aussuchen im Vorfeld, damit es halt fair ist. Deswegen, ja, entweder machen wir uns jeder eine eigene Bestrafung oder wir machen eine Bestrafung, die dann jeder kriegt. Oh, Alter. Okay, sollen wir das machen? Weil ich wollte eigentlich gestern, weil ich hatte gestern Smash gespielt mit Zombie, Mr. Moore und so, und der musste dann seinen Hund einschläfern, aber das wollte ich nicht. Wobei das richtig krass. Ja, deswegen, Okay. Welches Lied? Oder das dürfen wir entscheiden, wenn wir gewonnen haben, darf der Gewinner das entscheiden, ja? Richtig, genau. Okay, ja, gut. Machen wir das. Und Best of Three oder Best of Five? Machen wir Best of Three. Da haben wir noch genug Zeit, um die Bestrafung schön auszukosten. Ja. Oh cool, Karl hat auch so einen Umhang wie ich. Der hat auch so einen Pisten, ne? Yeah. Und Felix hat nur so einen roten. Ich hab Umhang nur so ein komisches, so ein cremiges, gelbes Brett, das sieht richtig gay aus, meinst du? Okay, los geht's. Ja. Wir spielen Syndicate Games unequipped. Das heißt, es ist absolute Glückssache. Was muss ich machen? Accept einfach nur schreiben, ne? Hast du Slash Accept? Slash Accept. Okay. Okay, Leute. Gut. Das ist jetzt eine absolute Glückssache. Das heißt, du kannst auch dreimal gewinnen, weil wenn ich keine Sachen in der Truhe habe, ist sowieso Arschkarte. Ja, aber die Sache ist halt auch die, ich bin da doch PvP-mäßig einfach der Krasseste, ja? Also das muss man auch sagen. Das stimmt auch. Habe ich auch gewonnen, aber das durfte nicht hochgeladen werden. Nee, Revi hat nämlich zuerst Ware gewonnen, das haben wir dann gesagt, nee, ist verboten hochzuladen. Weil ich habe direkt in der dritten Folge gewonnen, dann haben wir das Projekt nochmal neu gemacht. Okay, wenn man zweimal gewinnt, ist schon sozusagen das Spiel gewonnen. Mhm, genau. Kommt hin. Ich habe das letzte mit Gommel gespielt und habe auch tatsächlich, glaube ich, sogar gewonnen, ja. Erzähl mal, wo bist du denn gerade? Ich? Ja? Ich bin auf so einem Piratenschiff. Ah, okay. Und du? Ich bin gerade bei meinem Spawn. Ich bin so einen Turm hochgegangen bei mir. Hast du bei dir auch so einen Turm gehabt? Ich hatte mehrere Sachen hier, aber ich check hier gar nichts irgendwie, Alter. Ich kenne die Map nicht. Doch, glaube ich schon, dass ich die kenne. Die habe ich nämlich schon mit dem lieben Gomme gespielt, tatsächlich, ja. Simon. What you gonna do? Also es gibt ja so ein paar Tricks hier, ne? Die habe ich auch schon gelernt. Ja, was denn? Ja, das kann ich natürlich jetzt nicht verraten, sonst machst du mir das ja nach, ne? Ich habe auch immer ein bisschen Angst, dass wenn man mit dir spielt, dass immer so ein Typ von hinten kommt und einen dann absticht, weißt du? Ich dachte, du wärst in deinem Spawn. Hast du gedacht? Aber warst du nicht? Nee. Wusstest du, dass ich schnell kommen werde? Was? Wusstest du, dass ich schnell kommen werde? Simon, es war doch klar, dass du mich direkt wieder ein bisschen backrapen willst, weißt du? Man kennt dich aber ja. Jetzt wird's hier nochmal aber spannend, du. Gibt's da eine zeitliche Begrenzung irgendwie? Nö, soweit ich weiß nicht. Na gut. Hast du gesagt? Passt das ja. Hab ich gesagt? Ja, Simon, komm mal ran hier, komm. Ja, okay, komm, mach ich. Ja, jetzt weiß ich, wo du lang gegangen bist. Ah, hast du gesehen, wo die Kisten leer sind? Ja, ich habe gerade deine Route aufgenommen, ich bin jetzt gerade woanders, aber... Aber, Revi, ich sag's dir. Okay, ich hab grad dieses, kennst du dieses flaue Gefühl im Magen? Das ist bei dem Spiel immer so. Wo man sich einfach so gegenseitig sneakt und sucht. Ja. Und dann kommt einfach gleich ein Typ richtig von hinten und gibt dir so übelste Stelle und du kackst dich einfach ein, weil du so viel Angst hast. So ein Push-Kick, ja. Das ist einfach so ein richtiger Roundhouse-Kick, bis du nicht mehr laufen kannst. Problem ist, Simon, du kannst die ganze Map abfahren und ich chill hier so richtig nervös irgendwo in der Ecke. Sag nicht, du bist die ganze Zeit in irgendeiner Ecke. Vielleicht ja auch nicht. Vielleicht habe ich hier eine taktische Position gefunden, von der ich die ganze Map aus überblicken kann. Okay, an meinem Spawn warst du auch noch nicht. Jetzt bin ich aber verwirrt. Jetzt machst du es aber hier spannend, du. Ja, Herr gespielt. Wo sind sie? Unge, bitte. Ich bitte Sie. Ach, Herr Unge, richtig. Ich vergaß. Entschuldigung. Gespielt ist immer noch mein zweiter Vorname. Ich heiße nämlich Simon, gespielt Unge. Was? Ich sehe dich ohne Witz nicht. Wo hängst du? Ich hab einfach richtig Schiss, dass gleich von hinten kommst und mich wegbombst, ne? Ich hab... genau das, was du gerade gesagt hast, habe ich vor. Du hast mich auch schon längst gesehen, ich bin mir sicher. Glaubst du das? Ich bin mir sicher, Simon. Weil du bist so ein sneaky Motherfucker. Locker sitzt du schon irgendwie zwei Dinger hinter mir, haust mir gleich so ins Ohr. Mist, kaputt. Und dann haust du mich einfach kaputt. Ich bin... Ja, Simon, wo bin ich jetzt? Ah, da bist du. Gut. Jetzt bist du tot, Revi.
Alter, ich hab so einen Schiss, ne? Ich bin richtig die Schissgestalt. Aber vielleicht habe ich auch schon richtig die guten Sachen, Simon. Vielleicht habe ich ja ein Steinschwert. Vielleicht habe ich ja ein verzaubertes Holzschwert. Vielleicht habe ich das ja auch schon. Vielleicht habe ich sogar eine Rüstung, Alter. Vielleicht, vielleicht. Revi, wir werden es wohl niemals erfahren. Bist du dir sicher, dass wir das niemals erfahren werden? Boah, Junge, ich kack mir gerade so in die Hose, Alter, ne? Boah, ich wusste gar nicht. Was ist denn hier los? Ich hätte nicht gedacht, dass es so spannend wird mit mir. Ich habe es mit einer Runde, habe ich das mal mit Dingens gespielt. Mit Holly auf seinem Kanal. Alter, ja. 6-0 habe ich den abgezogen. Aber es war trotzdem lustig. Doch, ist halt einfach, du hast halt keinen Plan, wo der andere ist, ne? Überhaupt ja, nicht. Aber ist schon echt. Aber du riechst da auch immer. Du weißt immer, wo die Leute immer sind. Du findest die immer irgendwie. Es kann doch nicht sein, dass ich dich sehe, Simon. Tu mir Gefallen. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Hä, hier bist du auch nicht gewesen? Hä, jetzt blicke ich gar nicht mehr durch. Das kann doch auch nicht sein. Hä? Revi? Wo warst du zum Teufel? Hä, hier warst du auch nicht? Hä? Ich blicke gerade überhaupt nicht mehr durch. Du hast überhaupt... Also alles, was in diesem Spiel logisch ist, hast du zerstört. Das ist so eine Eigenschaft von mir. Okay, jetzt weiß ich, wo du bist, Revi. Hast du mich gesehen? Yep. Hast du nicht? Revi, ich bin genau jetzt hinter dir. Hallo! Stimmt nicht. Ich habe dich aber schon gesehen, Simon. Ich habe dich wirklich gesehen. Ich weiß, du hast meinen Namen gesehen, wenn du runterguckst. Ich weiß nämlich genau, wo du bist. Weißt du nicht? Doch. Woher? Revi. Junge, hör auf damit. Wo bist du? Revi. Wo bist du? Revi. Ich hab so eine Angst gerade. Simon, wo bist du? Ohne Witz. Revi. Guck mal, wir spielen einfach schon seit 6 Minuten oder 5 Minuten, glaube ich. Dann kommt die erste Nachricht. Revi. Du hast keine einzige Enderperle geholt in der ganzen Karte. Ich glaube, du bist... Das. Ich glaube, du hast echt Probleme. Revi. Du hast mich noch nicht gesehen. Revi. Du hast... Aber ich habe dich gesehen, Simon. Aber du weißt jetzt nicht, wo ich bin. Denn ich bin jetzt... Aber hinter du hast dir. Du hast dich direkt gesneakt. Ah, gut. Also am Zeppelin hast du die Kisten geholt, aber nicht die Enderperle. Gut, das war natürlich auch klug von dir. Gut, Revi. Ich bin deiner Spur auf den Fersen. Ich bin dir auf den Fersen, mein Freund. Mhm. Das sagen viele, aber keiner findet mich, weißt du. Revi. Oh, Mann. Ich hab deinen Namen schon wieder. Ich weiß, ich hab dich gerade gesehen. Ja, ich hab doch auch gerade gesagt, dass ich am Zeppelin bin. Du bist gerade runtergefallen, ne? Ja. Bin einfach runtergefallen. Aber du denkst einfach so, dass ich das Psychospiel mache, weißt du? Aber das Lustige ist, Simon, ich bin einfach ein Psychopath und damit musst du leben. Ach. Revi. Komm, Simon, komm. Ja, sag mir, wo du bist, wir treffen uns. Acker, ja? Ackermatch. Echt? Sag, wo du bist, komm. Komm ran. Du, hast du Angst? Ich hab grad, du hast mich gesehen. Hab ich nicht, ne. Hätte ich gern gesehen. Revi. Das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Scheiße. Man muss sagen. Ich wollte dich gerade wegrotzen, als du runtergefallen bist. Da muss man schon sagen, ich hab nicht gewusst, dass du jetzt von da kommst. Und da bist du. Du hast auf jeden Fall gutes Timing gehabt, aber ich hatte die bessere Ausrüstung. Ja, du hattest aber nicht viel Leben, ne? Nee, 3,5 hatte ich noch. Ein Schlag mehr oder so. Ich hätte vorher noch einen Fall spammen sollen. Scheiße. Muss man sagen, war eine spannende erste Runde, Revi. Junge. Nach der nächsten Runde schon alles entschieden ist, das seht ihr dann. Nachdem Revi mich rausgefordert hat. Revi, du darfst dein Map aussuchen, aber ohne, okay. Ohne Equip. Also du musst unequip das linke nehmen, weil mit Equip finde ich es immer langweilig. Ich kenne hier gar keine Map. Ich nehme einfach irgendeine, ich kenne die letzten Maps auch nicht so gut. Sieht ganz gut aus. Circus. Oh, das ist eine große Map. Echt? Ja, das wird wieder eine lange Runde. Das ist wieder so eine Psycho-Runde. Ja, dann. Das wird eine Psycho-Runde. Revi, soll ich diese Runde gewinnen, Revi? Ja, ich weiß. Dann musst du ein Lied singen. Ja, was für eins? Ja, und ich werde dir kein schönes Lied geben. Revi. Da kackt man sich schon ein bisschen in die Hose. Stell dich mal vor, so Simon läuft bei euch nachts durchs Haus und ruft den ganzen Tag deinen Namen. Im ersten Moment freut ihr euch vielleicht, aber dann steht er auf irgendwann vor euch und atmet euch einfach nur so leise ins Gesicht. So. Dann küsst er euch, obwohl ihr das gar nicht wollt. Aber er macht es trotzdem. Die ist echt richtig groß, die Map, ne? Ja. Aber ich werde es trotzdem so kurz halten wie möglich, Revi. Oder ich? Wer weiß das schon, Simon, wer weiß das? Wer weiß, was kommt, mal ehrlich jetzt. Ja, wer weiß es. Im Leben kommt meistens alles anders, als man denkt, ne?
bin mir schon längst sicher, dass du mich schon längst wieder gesehen hast. Nee, die Map ist zu groß, um dich direkt zu sehen. Echt? Ja. Das ist schon mal ganz gut. Kannst du sagen, freut mich. Kannst du sagen, wo du bist. Nee, ist ja dann langweilig, oder? Natürlich ist es langweilig. Aber du fändest es cool, wenn ich es machen würde? Ich fände es sehr cool, ja. Ist sehr, sehr cool, Rebi. Gut, Simon. Ja, ich meine, wir können uns ja einigen, okay? Du gehst in die Mitte, ja? Ja, bin ich. Hau dir aufs Maul. Okay, ich bin in der Mitte. Nee, kommst du nicht. Doch, ich bin genau in der Mitte. Bist du nicht? Doch, bin genau in der Mitte. Nein, hör auf zu labern. Doch, bin ich. Haben wir gar nicht, Simon. Jo, jetzt gehe ich wieder weg von der Mitte. Jetzt gehe ich ins große Zirkuszelt rein. Ah, okay, ich habe auch schon deine Route aufgenommen, Simon. Ja. Ich weiß quasi fast, wo du bist. Da, kleine Hurensohn. Oh, genau getroffen. Aber du hast kein Schwert, oder? Hast du ein Schwert? Du hast ein Schwert! Oh, da haben wir hin und her getauscht. Oh, nein. Das war so knapp, ne? Das war ja. Zweimal so knapp. Ja, Revi, 2-0. Oh. Du weißt, was das heißt? Meine Zuschauer kriegen jetzt absolutes Ohrenbluten. Die werden einfach alle sterben. Okay, Leute, also, eine große Warnung jetzt. Ja, das war erstmal die Runde jetzt. Ja, wenn ihr denkt, oh, eine normale Runde ohne Bestrafung, das reicht mir vollkommen, dann habt ihr jetzt eine schöne Runde gehabt. Ihr könnt gerne Wertung da lassen, könnt in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr wollt und so weiter und so fort. Für die Harten unter euch, die denken, boah, meine Psyche ist gefestigt. Ich kann mir Revis Stimme wirklich anhören. Die können sich nun noch anhören, wie Revi singt. Allerdings warne ich euch wirklich. Ich warne euch. Es ist echt nicht schön, wirklich. Ich warne euch, ne? Also wenn ihr das nicht hören möchtet, schaltet lieber jetzt ab. Ich warne euch von ganzem Herzen. Okay, Revi. Simon, was darf ich singen? Hast du ein Lieblingslied? Ja, Celine Dion, Titanic, finde ich sehr schön. Das darfst du nicht singen. Warum? Einfach so. Aber. Warum fragst du mich dann? Ich suche mal eben schnell ein Lied raus, Moment. Ja. Okay. Ich habe ein Lied für dich, was du singen kannst. Okay, hau rein. Dreh den Swag auf von Moneyboy. Oh, Junge. Das ist sogar ein Rap. Ja, geil. Ich bin ja auch so ein Rapper. Jo, Leute, ich bin's, der Revi. Und ich drehe jetzt den Swag auf. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei Simon, meinen Eltern, dass ich so weit gebracht habe im Internet. Und was soll ich sagen? Ich fange jetzt einfach mal an, ne? Ich möchte das genießen. Steige aus dem Bett. Dreh den Swag auf. Schaue kurz in den Spiegel, sag what up. Yeah, I'm getting money, oh. Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf. Schaue kurz in den Spiegel, sag what up. Yeah, I'm getting money, oh. Ich muss ganz kurz den Songtext machen, jeden Tag. Ich finde es echt nice. Was? Man merkt, dass der Hintergrund den Song laufen lässt. Das muss so stehen. Ich bin dieser MVP jetzt. Ich und meine Jungs hängen ab im VIP-Zelt. Oh mein Gott, ich bin so am Block. Mutter kommt zu mir und sie blaut den Cock. Jetzt bin ich noch krasser, Mr. Moneyboy. Ich bin dieser Block-Hustler. Die Wack, ich bin jetzt so dope. So geh weg, dummer Kack, sonst gibt es Koks. Geh weg, sonst gibt's Koks? Was ist das für ein Text? Das hab ich noch nie angeguckt. Bin der Shit, Bitches. Turn my swagger on, get the money, I'm a rich nigga. Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf. Schaue kurz in den Spiegel, sag what up. Yeah, I'm getting money, oh. Du hast es geschafft, Levi, du hast es geschafft. Ich bin ganz oben angekommen. Du hast es geschafft. Nee, sehr, 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 sehr nice von dir. Schön. Es hat mich gut unterhalten. Ich hoffe, euch auch. Hoppala. Wenn ja, schaut bei Revi auf jeden Fall vorbei. Da gibt es noch mehr lustiges Zeug. Und ja, wenn es euch gefallen, lasst auf jeden Fall eine Wertung da. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich glaube, ich werde jetzt öfters mal Bestrafungen machen. Das finde ich einfach sehr schön. Ich meine, ich finde, irgendwie diese Bestrafungen, die geben so den gewissen Kick, ja? Wenn Leute leiden, das steht nicht mehr, findet jemand unglaublich geil. Ich finde das einfach geil, ja. Okay, gut. Schade, dass ich mal wieder verloren habe und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.